Ja, hallo. In den vorigen drei Videos habe ich erstmal eine Einführung in die Partialbruchzerlegung gegeben. Das heißt, im Wesentlichen habe ich euch dort erzählt, wozu man die benutzt, nämlich für die Integralrechnung. Und jetzt kommen wir also zu den Vorarbeiten, zu der Lernstation Vorarbeiten. Bevor man nämlich die eigentliche Partialbruchzerlegung durchführt, muss man bestimmte Vorarbeiten durchführen. Da sind drei Stück. Also drei Dinge, die man vorher durchführen muss. Zunächst einmal, das sehen wir hier auf der linken Tafel, da muss man überprüfen, ob der Grad des Zählerpolynoms kleiner ist als der Grad des Nennerpolynoms. Falls das nicht so ist, muss man nämlich zunächst einmal eine Polynomdivision durchführen. Ja, und das Zweite, was man beachten muss, also die zweite Vorarbeit ist folgende. Ich muss den Nenner in Faktoren zerlegen. Und zwar in Linearfaktoren und wenn das nicht geht, in quadratische Faktoren. Ja, und der dritte Schritt, die dritte Vorarbeit, die man machen muss, bevor man mit der Partialbruchzerlegung anfängt, ist folgende. Man muss den Nenner normalisieren. Gut, aber das kann man ganz schnell erklären. Ja, in diesem Video werden wir jetzt erstmal hier die erste Vorarbeit betrachten. Ja, da müssen wir also überprüfen, ob der Grad des Zählerpolynoms kleiner ist als der Grad des Nennerpolynoms. Das ist hier nicht der Fall, denn das Polynom im Zähler hat ja den Grad 3, denn die höchste Potenz von x ist die dritte Potenz. Und der Nenner, der hat den Grad 2, also das Polynom im Nenner hat den Grad 2, denn die höchste Potenz von x, die im Nenner vorkommt, ist die zweite Potenz. Ja, also müssen wir hier eine Polynomdivision durchführen. Das heißt, wir nehmen den Zähler, der ist blau, und den Nenner, den habe ich mal grün gemalt, und führen mit den beiden eine Polynomdivision durch. Gut, da erhalten wir dann zunächst einmal ein Polynom, also x plus 4, und ein Rest. Ne? Das heißt, dieser Rest kann zwar mal fehlen, aber im Allgemeinen werden wir einen Rest erhalten. Ja, und dieser Rest, das kennt ihr ja aus dem Video Polynomdivision, dieser Rest ist dann eine echt gebrochene rationale Funktion. Das heißt, der Grad des Zählerpolynoms ist kleiner als der Grad des Nennerpolynoms. Und mit diesem Rest führen wir dann eine Partialbruchzerlegung durch. Ja, falls ihr alles verstanden habt, könnt ihr jetzt das Video beenden bzw. zum nächsten Video gehen. Für alle, denen das jetzt noch nicht alles so ganz klar ist, rechne ich jetzt nochmal diese Aufgabe hier, die an der Tafel steht, nochmal ausführlich vor. Ja, ich habe also die Aufgabe hier nochmal hingeschrieben und wie schon gesagt, der Grad des Zählerpolynoms ist nicht kleiner als der Grad des Nennerpolynoms. Deshalb muss ich noch eine Polynomdivision durchführen. Das heißt, ich muss den Zähler durch den Nenner dividieren, ne? Den Zähler durch den Nenner. Gut, das ist eine gute Gelegenheit, mal eben die Polynomdivision zu wiederholen. Da gibt es ein extra Video für, deshalb gehe ich ein bisschen schneller vor. Also man nimmt die höchste Potenz hier und die höchste Potenz hier, also x hoch 3 durch x Quadrat. Und das ergibt x, ne? Wenn man hier kürzt. Gut, da bleibt also x übrig. Jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Schritt. Da nimmt man das Ergebnis dieser letzten Division und multipliziert es mit der Klammer. Man multipliziert sozusagen zurück. Also x mal x Quadrat, das ergibt x hoch 3. X mal minus 3x ergibt minus 3x Quadrat. Und x mal 2 ergibt 2x. Gut, das war eine Nebenrechnung, die wische ich mal wieder weg. Und jetzt kommen wir schon zum dritten Schritt. Wir machen da eine Klammer drumherum und ziehen das Ganze ab. Vom Term da drüber ziehen wir das ab. Also x hoch 3 minus x hoch 3 ergibt schon mal 0. Dann minus minus 3x² sind plus 3x². Und hier kommt noch ein x² dazu, also haben wir 4x². Und dann haben wir hier noch minus plus 2x, das sind minus 2x. Plus x ergibt minus x. Und hier haben wir noch die 1. Ne? Das ist eine Konstante kommt hier nicht vor, also wird damit nichts gemacht. Gut, jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Wir nehmen die höchste Potenz von x,
also 4x Quadrat und hier auch die höchste Potenz von x und dividieren die, dann erhalten wir da 4. Also schreibe ich hier eine 4 hin. Jetzt kommen wir wieder zum zweiten Schritt. Wir nehmen das letzte Ergebnis und multiplizieren es mit der Klammer. Also 4 mal x² ergibt 4x². Und 4 mal minus 3x ergibt minus 12x. Und 4 mal 2 ergibt 8. So, jetzt kommen wir wieder zum dritten Schritt. Eine Klammer drumherum und abziehen. Das wische ich mal eben weg. Das ist eine Nebenrechnung. Gut, also dann haben wir 4x² minus 4x² ergibt 0, logischerweise. Und minus minus 12x ergibt plus 12x. Und plus 12x minus x ergibt 11x. Und dann haben wir hier minus plus 8, das sind minus 8. Minus 8 plus 1 ergibt minus 7. Gut, das ist also der Rest, denn hier geht es nicht mehr weiter. X durch x² geht nicht mehr. Ne? Also die höchste Potenz von x kann und die höchste Potenz von x hier, die kann ich nicht mehr durcheinander dividieren. Ne? 11x durch x² geht nicht. Also habe ich hier einen Rest, das ist der Rest, den schreibe ich dahinter. Also plus 11x minus 7 durch x² minus 3x. X plus 2. So, das ist der Rest. Das ist das Ergebnis. Das schreibe ich also jetzt hier oben hin. 11x minus 7 durch x² minus 3x plus 2. So, das ist also das Ergebnis. Ne? Also hier war der Zähler, der Grad des Zählers, des Zählerpolynoms größer als der Grad des Nennerpolynoms. Dann habe ich die Polynomdivision durchgeführt. Ja, da habe ich dann dieses Ergebnis erhalten. Und bei diesem Rest, der da entsteht, ist der Grad des Zählerpolynoms kleiner als der Grad des Nennerpolynoms. Ne? Das ist eine Eigenschaft der Polynomdivision. Das ist eben so. Das heißt, ich kann jetzt mit diesem hier, also mit diesem durfte ich das ja nicht, aber mit diesem hier kann ich eine Partialbruchzerlegung durchführen. Ne? Damit. Ich kann ja mal eben hinterschreiben, was da rauskommen würde. Ich muss nur mal eben auf meinen Zettel gucken. Wenn ich das jetzt auch noch zerlege, dann würde da rauskommen, ich schreibe es mal in Klammern, 15 durch x minus 2. Also das lernt ihr hier erst, wie das geht. Ich zeige euch nur mal die Anwendung. Minus 4 durch x minus 1. Na? Gut, nee, das brauchen wir nicht mehr. So, alles klar. Also, dann würde ich als Ergebnis erhalten x plus 4 plus entweder das hier oder ich kann es dann so schreiben, wenn wir gelernt haben, wie man das hier dann zerlegt. Na? Ja, und eine Anwendung wäre eben, ich habe hier ein Integral zu bestimmen. Das Integral von dieser Funktion. So, da kann ich keine Partialbruchzerlegung machen. Na, das sagt eben diese Regel, wenn der Grad des Zählerpolynoms größer ist als der Grad des Nennerpolynoms, darf ich die nicht machen. Deshalb mache ich die Polynomdivision und schreibe es erstmal so. Dann mache ich hiermit also dann eine Partialbruchzerlegung. Das lernen wir natürlich noch und da kommt das dann raus. Ne? Und wenn ich dann diese drei Faktoren habe, also den Faktor müsst ihr euch jetzt mal hier wegdenken. Ne? Der wird ja dann noch weiter zerlegt durch die Partialbruchzerlegung. Und dann habe ich also dieses Integral. Das dx lasse ich jetzt mal weg, da ist kein Platz. Ne? Also aus diesem Integral habe ich diesen Integranten gemacht. So, und dann sagt eine Regel aus der Integralrechnung, das habe ich ja schon in einem der vorigen Videos erklärt, dass ich jeden Summanden hier einzeln integrieren kann. Das heißt, ich habe dann das Integral aus x, aus 4, aus dieser Zahl hier und aus dieser Zahl. Ne? So, und das ist dann ja ganz einfach zu lösen. Also die Klammer mache ich jetzt mal weg. Und das hier auch, das irritiert jetzt. So. Ja, und dann habe ich Integrale, die ganz einfach zu lösen sind. Ne? Ein Integral aus x, ein Integral aus 4, ein Integral hier raus und ein Integral hier raus. Ne? Das wäre also die Anwendung.
Ja, ich fasse es nochmal zusammen. Ich soll hier eine unecht gebrochen rationale Funktion integrieren, ne? Also eine, wo der Grad des Zählerpolynoms größer oder gleich dem Grad des Nennerpolynoms ist. Und da mache ich Folgendes. Ich mache erstmal hier eine Polynomdivision, Zähler durch Nenner. Und da kommt das raus. Ja, und wenn ich dann die Partialbruchzerlegung beherrschen werde, die lernen wir ja noch kennen, dann zerlege ich das nochmal in diese beiden Partialbrüche hier. Ne? Den Rest zerlege ich, den Rest der Polynomdivision. Und dann habe ich insgesamt 1, 2 und dann der hier wird in 2 aufgeteilt. Also insgesamt 4 Summanden. 1, 2, 3, 4. Ne? Oder hier 1, 2, 3, 4. Und jeden dieser Summanden darf ich ja einzeln integrieren. Das sagt uns die Integralrechnung. Ein Satz aus der Integralrechnung sagt das. Und dann habe ich ganz einfache Integrale. Integral aus x, Integral aus 4, Integral hieraus und Integral hieraus. Ne? Wobei ihr euch jetzt noch dieses dx überall denken müsst, weil ich habe keinen Platz an der Tafel. Also das kommt noch hierhin, 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 bevor da einer noch meckert. Da müsste also noch überall hier dx hinter, ne, hinter jedes Integral. Passt jetzt aus Platzgründen nicht. Tut mir leid. Ja, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.